kein Schweinchen rosa und auch kein altbackenes lila. Ich habe ausdrücklich Flieder gesagt. Tja, wenn das ein Problem für Sie darstellt, dann sind Sie aber in der falschen Branche gelandet. Wiederhören. Oh, wir drehen ja schon. Tja, normalerweise mache ich eigentlich kein großes Aufheben um meine Person. Aber ich verstehe natürlich, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, mehr über mich zu erfahren. Tja, was soll ich sagen? Ich habe schon viel erlebt. Ich habe ein Modeimperium gegründet und alles verloren. 10 Jahre Gefängnis in Südamerika überlebt. Tja, und jetzt bin ich wieder hier. Man sagt, eine Frau muss doppelt so hart arbeiten wie ein Mann, um auch nur halb so viel Anerkennung zu bekommen. Das ist Unfug. Sie können mir glauben, mich hat noch niemand unterschätzt. Und wenn, dann hat er es bitter bereut. Ich bekomme immer, was ich will. Und vor allem will ich diese Firma zurück. Es ist einfach ein unhaltbarer Zustand, dass ich hier wie eine Angestellte behandelt werde und nur eine von 2 Geschäftsführern bin. Wer die zweite ist, können Sie sich ja wohl denken. Ich bin es nicht gewohnt, meine Macht zu teilen. Und deswegen werde ich diesen unglücklichen Zustand so schnell wie möglich korrigieren, um eines Tages diese Firma an meine Enkel weiterzugeben. Nun, Timo und Leonie, ja, haben im Moment andere Dinge im Kopf. Aber das ist ihr gutes Recht. Sie sind auch noch jung. Aber diese Firma ist nicht nur irgendeine Firma. Sie ist mein Lebenswerk. Und ich werde alles dafür tun, dass das, was ich erschaffen habe, in der Familie bleibt. Man sagt mir nach, ich wäre skrupellos. Aber das halte ich für ein wenig untertrieben. Ich bekomme immer, was ich will. Und mir ist jedes Mittel recht. Wenn du Frieden willst, dann rüste für den Krieg. Und genau das werde ich tun. Bis ich wieder da bin, wo ich hingehöre. Ganz oben. Danke sehr.